Also, Leo, ich habe draußen auf der Straße einen Holzklotz gefunden und da fiel mir ein, dass ich dir schon lange zeigen wollte, wie man mit einer Kettensäge umgeht. Okay, Bob. Ich hatte auch schon gehofft, dass du mir das mal zeigst. Nur vergiss nicht, die Kettensäge ist eines der gefährlichsten Werkzeuge, also sei immer schön vorsichtig, wenn du damit arbeitest. Natürlich, Bob. Deswegen werde ich mich ja auch besonders konzentrieren. Gut. Also, zuerst kommt die Sicherheitsausrüstung. Dazu gehören Handschuhe, eine Schutzbrille und Ohrenschützer. Mhm. Okay, geh einen Schritt zurück. Ich schalte jetzt die Kettensäge ein. Zieh kräftig an der Anlasserschnur, bis die Maschine anspringt. Dann löst du die Kettenbremse, drückst auf den Gashebel und fängst an zu sägen. Buggy, Buddel, Heppo, kommt, seht euch das an. Wow! Super! Das ist unglaublich! Oh, fantastisch, Bob. Ich werde lange brauchen, um das so gut hinzubekommen. Du brauchst nur Übung, Leo. Habt ihr irgendwo einen Holzklotz gesehen? Ich habe ihn für die Schaukel bestellt, die gerade auf dem Spielplatz gebaut wird. Oh, ups. Ich glaube, du musst einen neuen bestellen, Wendy. Wenn du willst, kannst du dich hinsetzen. Dann rufe ich an. Oh. Hä? Wir müssen diesen Weg aufreißen, damit wir die Leitung verlegen können. Weißt du noch, wie man den Presslufthammer benutzt? Ja, der Presslufthammer ist leicht angewinkelt und zu meinem Körper hingelehnt. Soll ich's dir zeigen? Ja, bitte. Sehr gut. Was sagtest du? Ups, mit den Ohrenschützern kann ich dich nicht gut hören. Ich sagte sehr gut. Kannst du hier weitermachen? Dann hol ich schon mal die Rohrleitung. Ja, klar, Bob. Gut. Und vergiss nicht, deine Ohrenschützer aufzusetzen, während du arbeitest. Leo! Oh, hallo, Buddel. Was gibt es? Bob sagt, du kannst eine kurze Pause machen. Wendy hat Waffeln gebacken. Eine Rassel? Die kriegst du im Spielzeugladen. Leo! Leo! Oh, hey Buddel, hab dich nicht kommen hören. Was gibt's? Möchtest du gar nichts von den leckeren Waffeln haben? Sie riechen so gut. Du suchst einen Hut? Oh, ich weiß. Da vorne liegt noch ein Schutzhelm. Leo! Hallo Buddel, was kann ich für dich tun? Es ist nur noch eine einzige kleine Waffel übrig. Und Bob sagt, wenn du willst, kannst du sie haben. Den Weg weiter aufgraben? Ja, klar, mach ich. Und komisch, dass Leo überhaupt keine Waffeln haben wollte. Tja, da hat er was verpasst. Was habe ich verpasst? Wendys Waffeln. Tut mir leid, es sind keine mehr übrig. Es gab Waffeln? Wieso hat mir niemand Bescheid gesagt? So, Leo. Heute üben wir als erstes, wie man Löcher in Wände bohrt. Oh, wow! Ich liebe die Bohrmaschine! Wir brauchen sie, um die Lieblingsbilder der Bürgermeisterin aufzuhängen. Für eine Wand wie diese brauchen wir Schrauben und Wanddübel anstatt Nägel. Zuerst prüfst du, ob der Bohrer aufgeladen ist. Hallo, Bob. Ich bin RoboLeo 3000, der Bauroboter. Ich bin aufgeladen. Hallo, Roboter Leo 3000. Sagst du bitte dem echten Leo, er kann jetzt den Bohraufsatz reinstecken? Geht klar, Bob. Sehr gut. Du kannst loslegen. Erstmal ganz vorsichtig. Sehr schön. Jetzt kannst du etwas höher schalten. Noch ein bisschen. Wow! Oh,
Oh nein, was ist passiert? Ist schon okay. Alles halb so wild. Das kriegen wir wieder hin. Schaffst du es, dieses Bild allein aufzuhängen? Ja, ich hatte doch einen super Lehrer. Ich weiß, was ich tun muss, Bob. Klasse, dann lasse ich dich jetzt allein. Na, Leo, hat alles geklappt? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man Löcher in Wände bohrt, Bob. Das sieht wirklich toll aus. Mhm. Oh je. Ich musste es ein paar Mal versuchen, um es perfekt hinzukriegen. Also, Leo, als zweites übst du heute, wie man Löcher in Wänden wieder dicht macht. Dies wird das spannendste Fußballspiel der Saison. Okay, Leo, weißt du noch, worum es heute geht? Nicht darum, wer die Meisterschaft gewinnt, oder? Da hast du recht. Heute lernst du, wie man mauert. Oh ja, richtig, cool. Zuerst machst du etwas Mörtel auf deine Kelle und verteilst ihn auf den oberen Mauerstein. Leo? Ein Freund hat mir geschrieben, dass Hochhausen in Führung liegt. Wuhu! Oh, entschuldige. Leg den Ziegel hier oben drauf, drück ihn runter und kratz den überflüssigen Mörtel ab. Dann nimmst du den nächsten Ziegel, verteilst den Mörtel auf der Unterseite und legst ihn neben den anderen. Und so weiter. Kein Problem, Bob. Ich muss zurück zur Werkstatt. Du konzentrierst dich schön auf die Arbeit. Ich bin bald zurück, okay? Hab verstanden. Das ist eines der aufregendsten Spiele, die ich je gesehen habe. Die erste Halbzeit ist um. Was für spannende 45 Minuten. Der richtige Zeitpunkt, um Mittag zu essen. Wo habe ich denn meine Brotdose hingestellt? Sie muss doch irgendwo... Oh nein! Hallo Leo, wie kommst du mit den Mauern voran? Gut, Bob, gut. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich ruf zurück. Hallo, Leo. Oh, hallo, Wendy. Hast du zufällig irgendwo mein Buch gesehen? Ich kann es einfach nicht finden. Nein. Also es muss hier irgendwo sein. Oh, nein. Und das war der Schlusspfiff. Hochhausen hat gewonnen. Wuhu! Die Arbeit ist fertig. Dann kann ich ja jetzt Bob Bescheid sagen. Also, wo ist mein Walkie-Talkie? Hallo, Leo. Was macht die Mauer? Ende. Oh. Hör mal, Leo. Ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit ein bisschen vergesslich bist. Wirklich? Ich kann mich nicht erinnern. Tja, gestern zum Beispiel, da sollten wir mal links großes Teleskop streichen. Und du hattest die Leiter vergessen. Und die Pinsel. Und die Farbe. Oh ja. Jetzt weiß ich's wieder. Gut. Also müssen wir heute darauf achten, dass wir alles dabei haben, bevor wir losfahren. Und dass wir wirklich nichts vergessen. Ja, das macht Sinn, Bob. Heute Morgen bauen wir einen Schuppen für den Zoo, in dem die Bananen für die Affen aufbewahrt werden sollen. Wir fahren zum Zoo. Uhuhuhu. Also habe ich eine Liste gemacht mit allen Dingen, die wir brauchen. Und ich will gucken, ob du sie in deinem Werkzeugkasten hast. Okay, Bob. Gut, als erstes Wasserwaage. Ist hier. Klasse. Schauen wir mal, was wir noch brauchen. Hast du einen Schraubenzieher da? Hier. Die Schrauben drehen sich schließlich nicht von selbst rein. Ganz genau. Hammer? Auch da. Oh, ich liebe Hammer. Den würde ich niemals vergessen. Sehr schön. Dann hätten wir noch das Maßband und die Schutzbrille. Ist da. Und ist auch da. Es fehlt noch die Säge. Ah, hier. Oh, au. Pass immer schön auf, wenn du ein scharfes Werkzeug in die Hand nimmst, okay? Ich denke, dann haben wir alles. Jetzt bauen wir den Schuppen. Okay, es kann losgehen. Worauf wartest du, Buddel? Und was ist mit deinem Werkzeugkasten? Oh ja, natürlich. Hatte ich vergessen. So.
So, ich bin fast fertig mit den Pfosten für den neuen Zaun, Leo. Kannst du weitermachen? Dann hole ich den Draht, um sie zu verbinden. Klar, Bob. Dieser große Vorschlaghammer ist bereit für die Pfosten. Und ich halte die Pfosten bereit. Gut, dann wollen wir sie mal reinhämmern. Halt, Leo. Immer schön langsam. Vergiss nicht zu überprüfen, ob die Pfosten die richtige Länge haben. Damit später auch alle gleich hoch sind. Okay, okay. Dieser hier ist ein bisschen zu lang. Kann ich jetzt endlich loshämmern? Ja, kann es losgehen? Okay, dann lasse ich euch jetzt allein. Und nicht vergessen, alle müssen gleich hoch sein. Ah, dann wollen wir mal. Los geht die Hämmerei. Wuhu! Okay, der nächste bitte, Buggy. Wir werden den Zaun in 0, nichts fertig haben. Und rein mit dir. Sieht gut aus. Oh, dieser ist höher als der da. Hat Bob nicht gesagt, du musst sie erst abmessen und auf die richtige Länge schneiden? Ah, das ist gar nicht nötig. Ich schlag ihn ein bisschen tiefer rein. Jetzt ist er kürzer als alle anderen. Oh, ist schon okay. Ich schlag die anderen auch etwas tiefer rein. Siehst du? Geht doch. Leo? Oh, da muss ich noch mal ran. Leo, Buggy, was habt ihr mit den Pfosten für den Zaun gemacht? Ich glaube, ich habe mich da wohl ein bisschen verhämmert. Ja, du hast es mit dem Reinschlagen etwas übertrieben. Aber eine gute Sache hat es. Sie haben alle dieselbe Höhe. Okay, Leo. Du streichst diese Wand, während ich die Auffahrt betoniere. Erinnerst du dich noch an die Arbeitsschritte, die wir besprochen haben? Aber natürlich, Bob. Noch nicht, Leo. Oh, was ist los? Zuerst deckst du den Gehweg mit Filz ab, damit keine Farbe draufkommt. Und den Fensterrahmen schützt du mit Kreppband. Oh, ja. Klar, hatte ich völlig vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Das dürfte reichen. Bereit? Ich mixe alles sofort durch. Danke, Mixi. Leo, warte eine Sekunde. Was habe ich jetzt vergessen? Du musst erst die Risse in der Wand abdichten, bevor du die Farbe aufträgst. Oh, ja. Hab dich nur getestet, Bob. Ich mach das sofort. Schöner Beton, Mixi. Danke, Bob. Ich muss ihn nur glatt streichen. Halt, warte, Leo. Oh, oh, was ist jetzt? Auf deiner Malerrolle ist viel zu viel Farbe drauf. Das gibt dicke Kleckse. Okay, ich nehme etwas runter. Wow, es ist so schön glatt, Bob. Es ist einfach perfekt. Danke, Mixi. Ich glaube, ich habe einen Milchshake verdient. Bob, wie findest du meine Wand? Tolle Arbeit, Leo. Du hast an alles gedacht. Oh, klasse. Dann habe ich wohl auch einen Milchshake verdient. Findest du nicht auch? Oh. Bleib schön, wo du bist, Leo. Kein Schritt weiter. Genau. Keinen Schritt weiter. Ja, 5 Fußabdrücke sind echt genug. Und bloß nicht bewegen. Wo gehst du hin? Ich hol mir meinen Milchshake. Also, das hier ist der Untergrund für die Bretter, die wir gleich zusammen verlegen werden, Leo. Ah, hier ist es echt wunderschön. Nah am Strand und perfekt, um die Sonne zu genießen. Leo? Ja, Bob? Heute zeige ich dir, wie man die Nagelpistole richtig benutzt. Oh, klasse. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Sie macht so ein cooles Geräusch. Zuerst musst du das Brett an die richtige Stelle legen. Dann setzt du die Spitze der Pistole auf einen Punkt über dem Balken und drückst auf den Abzug. Oh ja! Woohoo! Dann kommen noch mehr Nägel ins Brett, damit auch alles fest sitzt. Haha, ich liebe dieses Geräusch. Bunk, bunk, bunk. Jetzt zeige ich dir noch, wie man Nägel nachfüllt, wenn keine mehr drin sind. Okay. Per Knopfdruck öffnet sich diese Klappe. Und da füllst du dann die Nägel rein. Verstanden? Alles klar. Kann losgehen. Gut.
Während du die Bretter festnagelst, hol ich schon mal den Lack. Sehr ordentlich aus, Leo. Gut gemacht. Ah, danke, Bob. Bitte, teste mal, ob man drauf gehen kann. Wow, 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 wow. Oh nein! Leo, hast du auch Nägel nachgefüllt, so wie ich es dir erklärt habe? Nachgefüllt? Was? Siehst du, Leo? Wieder etwas gelernt. Es ist noch nicht Mittagszeit, Leo. Aber ich habe so einen großen Hunger. Wir schneiden kurz gemeinsam die Bretter, dann kannst du dein Brot essen. Na gut, dann esse ich dich später. Also, heute werde ich dir zeigen, wie man eine Stichsäge benutzt. Die brauchen wir, um die Regalbretter zurechtzuschneiden. Schneiden? Das ist babyleicht. Ich kann die schwierigsten Formen aus Papier ausschneiden. Ja, vielleicht mit einer Schere, Leo. Aber für Holz brauchst du eine Säge. Hä? Das sieht leicht aus. Ich probier's gleich aus. Sekunde. Zuerst üben wir ein bisschen. Mal sehen, wie du mit dem Stück Restholz zurechtkommst. Nein, ich will das gleich richtig probieren. Diese Säge hat ziemlich viel Kraft. Du musst erst mal üben. Hier, schneide an dieser Linie. Das kann doch auch nicht anders sein als mit einer Schere. Fertig! Nicht ganz so gut, wie du es machst, Bob. Mach dir nichts draus, versuch's nochmal. Aber diesmal drück nicht so stark auf den Einschaltknopf. Geht klar. Perfekt. Okay, dann wollen wir mal sägen. Das lief wie geschmiert. Das war das letzte Regalbrett. Kann ich jetzt endlich mein Brot essen? Aber natürlich, wenn es in deinen Mund passt. Keine Sorge, Bob. Dafür habe ich schon eine Idee. Leo, nein. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Oh. Ich hol dir ein Messer.